Willkommen zurück bei Deus Ex Mankind Divided. Wir benutzen jetzt hier den Zugangskartenreader, um zur Rave-Party zu kommen. Haben wir gar nicht. Verdammt. Heißt das etwa, wir müssen da nochmal rein, weil wir die Karte nicht haben? Ich brauche die Karte. Ich brauche entweder die Karte oder irgendeine andere Möglichkeit, da reinzukommen. Blöd. Oh, Moment mal. Nee. Das funktioniert nicht. Ja, ich weiß, Sie haben kein Geld. Und wenn schon. Hä, was soll denn das jetzt heißen? Hier. Wir sind mehr als nur ein paar. Papiere und alles, aber die Polizei hat... Der sieht nach Ärger aus. Ich sehe nach Ärger aus, ja. Auf jeden Fall. Warte, ich bin von hier gekommen, glaube ich. Was laberst du? Es tut mir aufrichtig leid. Aber wir sind nur K.O. gehauen. Alles gut. Ist ja gut, aber ich brauche die Karte. Verlassen Sie bitte das Gelände. Hat der gute Doktor vielleicht seine Marschrichtung geändert? Das weiß ich genauso wenig wie Sie. Sie haben beschlossen, nicht zu gehen. Bitte begeben Sie sich in eine Ecke und warten Sie auf das Eintreffen der Behörden. Kommen denn jetzt nochmal Behörden, oder? Schrank durchsuchen. Wein. Uncool. Richtig uncool. Ah, hier ist noch was? Alter, was ist das denn? Passwort habe ich leider nicht. Dann muss ich ihn hacken.
Okay, komm hier. Zugriff gewährt. Bitte halten Sie während des Scans still. Danke. Willkommen bei Ihrem Smart Home System. Sicherheit ist enorm wichtig. Ihre Geheimnisse sind einsehbar. Richtig. Sperren wir die Welt aus. Okay. Hallo, Welt. Und Licht. Vielleicht etwas Romantischeres? Er wird sich bestimmt darum kümmern. Aha. Wollen Sie, dass ich anders klinge? Wurde nicht heruntergeladen. Sicherheit ist enorm wichtig. Ihre Einstellungen wurden gespeichert. Okay, cool. Hab jetzt auf jeden Fall alles geöffnet, aber... Reinigungsdienst engagieren. Ach du Scheiße. Willkommen bei Ihrem Smart Home System. Dr. Rucker behauptet, seine Organisation sei friedlich und kämpfe gegen die Sicherheit. Ist enorm wichtig. Türen öffnen. Vorsicht, Besitzer. Man weiß nie, wer reinkommen will. Das Humanrestitutionsgesetz. Hat der gute Doktor vielleicht seine Marschrichtung geändert? Das weiß ich genauso wie ich. Habe ihn bereits kontaktiert. Okay. In Ordnung. Und was machen wir jetzt? Wollen Sie, dass ich anders klinge? Ihre Einstellungen wurden gespeichert. So, Reinigungsservice ist gerufen. Aber ich stelle fest, da kommen wir so nicht rein. Das heißt, ich brauche erst ein Praxiskit. Okay, dann müssen wir wohl zuerst eine andere. Die Papiere validieren. Okay, dann machen wir das. Papiere validieren. Hier lang? Vielleicht? Ich werde in der Tat ein bisschen nervös. Okay, doch nicht. Unter der Erde gefangen. Darf ich rein?
hat, um diesen Dienst zu kriegen. Da drüben! Oh. Ich bin befugt, tödliche Gewalt anzuwenden. Okay. Scheint so. Nicht viel los heute. Scheint so, als bräuchte ich einen anderen Weg, um da reinzukommen. Danke. Nicht viel los heute. Der Sohn meiner Schwester wollte am Wochenende selbst morden. Soll ich den Sicherheitsdienst jetzt etwa überwältigen, oder? PDA. Soll ich ein PDA bekommen? Was sagt der PDA uns? Sammy, der Hund. Uncool. Na gut. Hier. Tür schließen. Ah, die schlafen nur. Sehr gut. Archivierungskiste. Voll laut. Na gut, hier. 6788. Tracking aus. Kein Feed.
Out of order. Ja, was mache ich jetzt? Oder muss ich... Hä? Wo muss ich denn hin? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was soll ich denn machen? Ich kann zwar jetzt so... Hä? Ja toll, hier hätte ich reingekonnt. Ich muss mal kurz in die Mission gucken, links da. So, ich muss die Zahlen. Die Zahlen aktivieren der Codes. Aber wie? Wie soll ich das machen? Das bringt mir gerade irgendwie gar nichts. Null. Na, okay, dann wieder raus. Ich habe echt keine Ahnung. Ich blick nicht durch. Ach, die Mission kann ich nicht machen, die andere Mission kann ich nicht machen, ich versteh's nicht.
Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe denen die Papiere gegeben. Aber ich kann die überhaupt nicht validieren, weil ich die Papiere ja gar nicht mehr habe. Das heißt, ich... Hä? Muss ich mir dann die Papiere wiederholen und... Eieiei. Blöd gelaufen. Das heißt dann wohl, dass ich wohl erstmal was anderes mache. Den Kalibrator beschaffen. Ich vermute mal... Da lang oder was? Na gut. Ach, in der Kanalisation sollen wir nachgucken. Schnellvariante. So, gute Frage. Nächste Frage. Wo geht's lang? Gesperrt. Oh. 1, 3, 6, 3. Warum ist die Scheiße? Verschwindet das Gift jetzt, oder? Ja. Schlägertod. Weiblicher Schlägertod. Was hat das nur alles zu bedeuten? Was soll das heißen? Er wäre ein besserer Capo. Herr Nicolazze ist ein großartiger Mann. Diese Familie, sie steht wegen ihm da, wo sie steht. Natürlich, aber was erwartest du? Die Dwelly-Familie hat in den letzten Jahren viel Respekt verloren. Was weißt du denn schon? Moment. Ich will nur was testen. Splittergranate, Rauchgranate. Jetzt haben wir hier Gasgranate. Oder Moment mal. Mann, warum habe ich nicht beide auf einmal gekillt? Wo bist du? Huh? Oh, was war das denn jetzt? Aua! Okay, das ist mir jetzt zu blöd. Ach Mist! Ja.
sitze nicht in der Falle. Oh je. Jetzt übertreib mal nicht. Ich wollte eigentlich beide auf einmal. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Pech gehabt. Ah, die sind gut ausgewichen. Na, wo ist der nächste, hä? Das frage ich mich auch. Na gut, eigentlich hätte ich das auch ein bisschen leiser regeln können, aber das hat nicht so gut geklappt. Oh. Terminal, Waffenkoffer. Leider habe ich hier noch kein Passwort. Vielleicht finde ich das noch. Zubehörteile. Absinth. Okay, jetzt gucken wir ganz kurz erstmal in den PDA rein, weil vielleicht sind da die neuer Gascode. Ah, 4, 8, 3, 6... Schalten.
Okay, Koller, ich habe einen Neuroplastizitätskalibrator. Sehr gut! Ich werde Sie für die Optimierung vormerken, sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Welchen Hausbesuch? Ich habe da diesen anderen Kunden und der wartet nicht gern. Ich auch nicht, Koller. Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind. Rucker behauptet, seine Organisation sei friedlich und kämpft lediglich für die Rechte der Augmentierten in einer Welt, die sich gegen sie gerichtet hat. Die UN debattiert in wenigen Wochen über das Humanrisiko. Blacklist. Eieieiei. Seine Marschrichtung geändert. Das weiß ich genauso wenig wie Sie. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht. Moment mal. Sicherheitsstufe 2. Pressefreiheit, eine Bedrohung unserer Freiheit. Was ist das hier? Dann versteckt halt euch wieder. Weil ich noch gewisse Dinge hier zu erledigen habe und ihr hier nur Beiwerk seid. Uiuiui. Schon wieder ein Glas Whisky gesoffen. Alter, der... Hi. Oh. Otka Botkovelli is a daughter. Okay, was? Da ist noch Zubehörteile. Chillt einfach mal eure Nuggets. Auch wenn ihr gar keine habt. Und jetzt? Hä? Was machst du jetzt? Chill doch einfach mal. Es wird alles gut. Ich hab euch die Schlägertypen vom Halse gejagt. Ist doch gut. Mach doch gar nichts. Chill doch. Sicherheitshub. Hahaha. Der Blackbox ist zu entnehmen, dass der Flashbacks des Gottes zwischenfalls litt. Otaminator. Weit in eine psychotische Mordlust verfielen. Zum Verlust an Menschenleben in der Jugendgeschichte führte. Tor. Ich verfolge furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Es wird lange dauern, bevor wir ihn vergessen können. Für Pikes. Exklusivität, Anonymität, Sicherheit. Das sind die größten Sorgen. Freier Eintritt, okay. Aua. Das tat weh. Chill. Chill einfach.
verlassen eine Sperrzone. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin gucke ich mal, welche Mission ich als nächstes mache. Das ärgert mich ein bisschen, dass das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte den Gullideckel schließen. So, was haben wir hier? Kein Code. Auch kein Code. Na gut, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Kakao.